Sie sehen hier ein, Klammer auf, missglücktes Panorama mit Blick über South Beach von Miami Beach und da hinten ist Miami selber noch im Hintergrund zu sehen. Das soll aber keine Geografiestunde werden, sondern ich will Ihnen erklären, was hier schiefgelaufen ist. Dieses Panorama ist an den Enden hier schrecklich verzogen, wirklich, sieht grauenhaft aus. Was habe ich für Einstellungen verwendet? Nun, ich habe aus Lightroom dem Bild oder den Bildern gesagt, dass ich die zu einem Panorama zusammenfügen will und habe dann diese Einstellungen hier verwendet, die Sie hier sehen. Die Auto-Einstellungen. Und ich bin anfangs eigentlich immer ganz zufrieden gewesen, was Auto mir geboten hat, bin jetzt aber in den letzten Monaten eigentlich mit der zylindrischen Option immer besser gefahren. Wichtig, in Verbindung generell mit den Optionen Bilder zusammen überblenden. Klar, das muss aktiv sein, sonst haben Sie nur eine Collage. Und Sie sollten auch die Vignettierungsentfernung und insbesondere die geometrische Verzerrung aktivieren, weil sonst die Bilder sehr, sehr komisch aneinandergereiht werden können. Schauen Sie mal, der Unterschied zwischen dieser Auto-Variante und der zylindrischen Variante ist die da. Das war zylindrisch und das war automatisch. Bei der automatischen sehen wir, wie hier das Ganze links und rechts massiv nach oben gezogen wird und die zylindrische Variante ist dann doch mehr oder weniger, wenn wir hier eine gerade Linie ziehen, ist die mehr oder weniger gerade. Da gibt es nicht mehr viel zu korrigieren. Stichwort korrigieren. Was können wir tun, wenn das fertige Panorama im Endeffekt bezüglich des Horizontes etwas so ausschauen soll? Also das ist die Startvariante und das ist das fertig bearbeitete Ziel. Wenn Sie Photoshop CS 5 haben, dann haben Sie hier einen ziemlich großen Luxus. Ich zeige Ihnen mal, wie ich da vorgehen würde. Zuerst einmal minimiere ich jetzt hier meine Panels, weil die brauche ich derzeit nicht so groß. Und ziehe mir mal eine Hilfslinie hier runter. Das können Sie sonst mit Befehl R, können Sie das Lineal einblenden. Und dann ziehe ich hier mal eine Hilfslinie etwa auf die Mitte des Horizontes hier. Und jetzt gibt es seit Photoshop CS5 im Bearbeiten-Menü den Punkt Formgitter hier. Und das eignet sich hervorragend zum Korrigieren von solch missglückten Panoramafällen. Angenommen, Sie haben nichts anderes, Sie müssen damit arbeiten, Sie können den Befehl nicht erneut aufrufen, dann müssen Sie sich ja zu helfen wissen. Ich werde hier mal das Gitter wegblenden und werde jetzt hier einfach mal verschiedene Fixpunkte hier auf diesem missglückten Horizont hier setzen. So. Und was Sie jetzt tun können, ist im Prinzip ganz einfach. Ich markiere einfach mit gedrückter Shift-Taste zum Beispiel diese Punkte hier. Sie können also mehrere auswählen. Und dann werde ich mit der Pfeiltaste nach unten die Punkte so lange nach unten schieben, bis dieser Punkt da gerade auf der Linie liegt. Dann blende ich den weg mit Shift-Klick. Dann kommt der nächste Punkt. Ich schiebe so lange, bis der in etwa unten ist. Dann klicke ich den weg, dann kommt der nächste Punkt, bis der in etwa unten liegt und dann kann ich den vielleicht immer noch ein Stück hier nach links ziehen, um das Gebäude zu begradigen oder den hier vielleicht noch ein bisschen nach rechts, um das so gerade zu stellen. Dieser Punkt finde ich ganz gut, der da kommt ein, zwei Punkte runter, der da meinetwegen auch. Und die sind jetzt eigentlich auch ganz gut geworden. So, wenn ich jetzt mit Enter oder Return bestätige, der sollte noch ein wenig nach links. So, wenn ich jetzt mit Enter oder Return bestätige, dann wird das Ganze umgerechnet und sieht jetzt entsprechend so aus. Wenn ich das fertige Bild mir anschaue, dann habe ich hier jetzt einen doch besser korrigierten Horizont. Und ich habe es jetzt nur so auf die Schnelle gemacht, es ist noch nicht ganz perfekt, aber Sie sehen die Tendenz, auch da das Gebäude habe ich noch nicht ganz erwischt, aber Sie sehen, was
grundsätzlich eine mögliche Herangehensweise wäre, um das Ganze zu korrigieren. Ich mache es nochmal rückgängig und will Ihnen noch eine weitere Verfeinerung zeigen. Und zwar, wenn Sie sich die Ebenenpalette öffnen und hier ein Smart-Objekt erstellen, bevor Sie mit dem Formgitter anfangen, dann können Sie die Punkte nach dem Korrigieren sogar noch ändern. Das heißt, ich setze da verschiedene Punkte wieder hin und schiebe jetzt meinetwegen mal nur diesen Punkt hier nach unten und lasse den da stehen, drücke auf Return, dann werden die Punkte hier wieder umgerechnet und Sie sehen aber anhand des Ebenenpanels, dass das ganze Formgitter jetzt ein Smartfilter ist. Will ich den ändern, reicht ein Doppelklick da drauf und schon habe ich Zugriff auf die weiteren Punkte und jetzt kann ich hier hingehen und kann die so lang korrigieren, bis ich dann letzten Endes mit meinem Panorama zufrieden bin. Wie gesagt, entsteht natürlich weniger Aufwand, wenn Sie im Vorfeld ein bisschen experimentieren mit den entsprechenden unterschiedlichen Optionen in Photomerge drin selber, nicht immer mit der automatischen zufrieden sind, sondern auch ab und zu mit den anderen herum experimentieren und das Ganze dann kombinieren mit dem Formgitter, was sicher flexibler ist, als wenn Sie das mit, sagen wir zum Beispiel, Verflüssigen korrigieren. Verflüssigen finde ich dazu gar nicht geeignet. Eine weitere Alternative wäre, wenn Sie Befehl T drücken, Command-T auf Windows, dann hier oben auf das Verkrümmen gehen und dann haben Sie eventuell hier auch noch ein bisschen Möglichkeiten, indem Sie da entsprechend diese Punkte in die Richtung verschieben, wie Sie es gerne hätten. Ich denke aber, mit Hilfe des neuen Formgitters haben Sie vermutlich mehr Flexibilität, als wenn Sie das Ganze so lösen. Testen Sie selber, was für Sie passt. Das wären aber zwei Möglichkeiten gewesen, wie Sie solche Verzerrungen im Nachhinein manuell in Photoshop korrigieren können. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Meyer.